Vorabend, die Bergsteiger sind noch im Tal, fliegen wir das Matterhorn von der Rückseite her an. Unser Hubschrauber befindet sich an einer Stelle, die man vom Tal aus nicht einsehen kann. So kann also niemand feststellen, wie der Kiosk abgeseilt und festgebunden wird. Eine schwierige Operation, die von drei erfahrenen Bergführern ausgeführt wird. Da oben, unter dem Gipfel, auf 4000 Metern Höhe, wird das Filmteam von Verstehen Sie Spaß eine Nacht verbringen. Angeseilt in eisiger Kälte. Am anderen Morgen, 5 Uhr. Fünf Uhr zehn. Fünf Uhr zwanzig. Fünf Uhr dreißig. Die Spannung steigt. Unser Lockvogel Artfuhrer hat sich eine Perücke aufgesetzt. Die ersten Alpinisten kommen. Ja, kommen Sie mal. Das ist der Matterhorn-Kiosk. Ganz neu. Bin ich denn gebaut? Ja, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Ja. So ist es, jawohl. Guten Morgen. Sehr schön. Morgen. Habe alles, die gesamte Weltpresse, das Neueste, habe heute Morgen hochgetragen. Komm mal ein bisschen näher, hoch. Guck doch mal mein Angebot an. Sie brauchen nichts zu kaufen, müssen nur gucken. Ja, das sieht ja fabelhaft. Gell? Fabelhaft. Fabelhaft, hä? Ja, ja. Das Kommödchen. Ja, wir wollen jetzt das auf jedem Berg bauen. Auf jedem so eine, Berg? So eine Kette. Ja, ja. So eine Kette wie McDonald's. Ja. Doch auch und die Uniform überall gleich ja, durchziehen. Ja, sieht gut aus. Wie früher die Engländer, gell? Aha. Die haben ja auch Krawatte getragen. Wenn mal meine Kette funktioniert in den Alpen, wird jeder Angestellte, jedes Bedienstete wird so einen Anzug tragen. Hey. Wenn das gut läuft, dann... Haben Sie einen Bleistift? Ein Bleistift, warum? Ich würde deine Handzeichnung. Warum? Warum? Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich mache alles. Warte mal, wo habe ich einen Bleistift? Habe ich schon einen Bleistift? Weißt du, was Sie wollen? Ein Autogramm? Autogramm, ja. Grüß Gott. Ich auch. Grüß Gott. Schön, schön. Haben Sie hier geschlafen? Ja, wir gehen. Morgens kommen wir hoch, abends gehen wir runter. Ah. Jawohl. Und die Hütte haben Sie auf dem Rucksack hochgetragen? Die Hütte, nein, die haben wir gebaut. Gebaut? Wir machen das wo denn? Unten zusammengebaut. Und dann hochgetragen? Rucksack. Selbstverständlich. Mhm. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir schon lange gewartet haben. Da ist er, Reinhold Messner. Mit einem Seil gesichert, eine Bergsteigerin, die ihn begleitet. Von diesem Fels aus kann er unseren Kiosk zum ersten Mal sehen. Belinda, was ist denn das? Ich hab jetzt noch nie gesehen, hier im Matterhorn. Letztes Mal war da nichts da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Sie sind ein bisschen spät dran am Berg heute, hä? Wir sind später, wir werden nicht die Letzten sein. Hier haben wir gut geschlafen. Ich habe hier einen neuen Service aufgebaut. Den Matterhorn-Kiosk-Service. Und ich werde in der Zukunft auf jedem Berg so einen Kiosk bauen. Hast du Telefon auch da? Telefon haben wir keine, aber Funkverbindung haben wir. Alles, das habe ich mir gedacht, das habe ich endlich Ruhe von den Zeitungen, endlich Ruhe vom Telefon, das habe ich da auch wieder alles. Aber ich meine, das gehört am Matterhorn nicht her. Also der Kiosk ist ein Erfolg. Ich habe ja auch ein tolles Angebot hier von der Weltpresse zu den Illustrierten, zu Süßwaren, alles Mögliche. Sie gehören da gar nicht darauf. Also ich bin der Auffassung, Sie gehören darauf. Und auch der nein, Anzug. Nein, Sie auch nicht. Sie gehören nicht darauf, der Kiosk gehört nicht darauf, die Schuhe gehören nicht darauf, diese Zuckerler gehören nicht darauf. Den Japanern, dann verkaufe ich die Kuckucksuhren, 20 am Tag. Dann habe ich für
zum Beispiel auch so Bambis. Kleine Geschenke zum Heimnehmen, für die Kinder zum Beispiel. Oder für die Ehegattin. Ich habe schöne Souvenirs. Ich habe sogar, hier habe ich sogar eine Knallbombe. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie heute die neue Bunte herauf haben. Das glaube ich nicht. Ja, schauen Sie doch. Was sollen wir mit den ganzen Plunder hier herum anfangen? Wir können das noch nicht hinauf und wieder runtertragen. Wer ist so dumm, diesen ganzen Plunder, den Sie hier anbieten, zu kaufen? Ich kaufe für den Gipfel eine Bombe, eine Tischbombe. Nein, das haben wir alle sein. Der Gipfel ist schon verschissen. Also jetzt, wenn wir dann auch unten so den Müll liegen lassen, dann gehe ich nicht mehr hinauf. Ich gehe nicht auf Gipfel mit Leuten, zumindest die das Buch. Ja. Zumindest das Buch. Ich gehe auch nicht mehr aufs Matterhorn, wenn da weiterhin diese Kiosk stehen. Ja, aber das ist doch ein Service. Das ist doch die Zukunft. Ich werde mich beim Bürgermeister in Zermatt beschweren. Der kann doch nicht eine Baugenehmigung für eine solche Hütte geben. Wenn am Matterhorn einmal drei Hütten sind, wenn Sie da drei Hütten gemacht haben, Ihre McDonalds-Hütten, dann ist Matterhorn vorbei. Dann ist Matterhorn kaputt. Ein für alle Mal. Ja, aber ich trage diese Zeitungen jeden Morgen hoch mit den zwei Koffern. Das ist sicherlich eine große Leistung, aber Ihr Geld können Sie sich irgendwo anders auch verdienen. Nicht am Matterhorn. Dann machen Sie unsere Berge kaputt. Nein, mir gehören Sie nicht. Aber ich komme nicht mehr. Und Linda, jetzt gehen wir. Lassen uns doch nicht hier von dieser Hütte aufhalten. Etwas möchte ich verkaufen. Ein Artikel, der hervorragend geht, sind die Bücher von Reinhold Messner. Tatsächlich. Das glaube ich nicht. Sie sind ja nicht da. Zum Beispiel. Dieses eine Buch. Das ist eine Beleidigung für mich, dass diese Bücher hier verkauft werden. In einem Buchladen und am Flughafen, aber nicht am Matterhorn in einem Kiosk. Das ist für mich eine Beleidigung. Jetzt schreibe ich keine Bücher. Jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt gehe ich auch nicht mehr aufs Matterhorn. Es reicht so. Es ist Zeit aufzulösen, bevor es da oben knallt. Sie machen hier einen Spaß mit mir. So ist es. Und schauen Sie mal da hinten. Da kommt er schon angeflogen. Kurt Felix mit eisgekühltem Champagner. Hallo, hier sind wir. Kurt Felix, den kenne ich nicht. Also ich muss Ihnen schon sagen, es ist ein mulmiges Gefühl, wenn man über dem Abgrund schwebt. Hinten, vorne, rechts und links geht's 1000 Meter runter. Man hat mir geraten, einfach die Augen zuzumachen, bis ein paar kräftige Hände zupacken. Erleichterung bei Reinhold Messner, der Spuk ist vorbei. Mein lieber Herr Messner, darf ich Ihnen diese Champagnerflasche in luftiger Höhe überreichen? Guten Morgen, Jürgen. Also, dass meine Bücher auf dem Matterhorn verkauft werden, das habe ich nicht ganz ernst genommen. Und wenn es schon knallt, dann lieber so.